Ladies and Gentlemen, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Sino, mit dem Marin, hier bei Hallo. The Forest. Oh yeah. Yeah. Wir sind in den Sümpfen, wir haben die Nacht genutzt, haben ein bisschen was gebaut. Und waren jetzt hier eben schnell im Cockpit, haben das schon mal fertig gelootet. Und ja, wir werden das immer so machen. Das haben wir in den letzten Folgen auch schon gemacht, dass wir die Nacht dann nutzen, zu bauen etc. Genau. Und Wir wissen nicht genau, also wir vermuten, dass das hier die Sümpfe sind, ne? Wir wissen es nicht ganz genau. Und ja. Hier irgendwo sind ja auch die Alligatoren. Gott, war hier was? Ich krieg grad irgendwie. Ist mir ein bisschen unheimlich hier. Ja, diese scheiß Landschildkröten kannst du ja nicht killen, ey, fuck. Ja, nächste Mission jetzt erstmal, dass wir. Oh, guck mal, Koffer. Die Koffer sollten wir echt alle mal looten, Alter. Ich habe da so viele von liegen lassen immer. Ja, auf jeden Fall. Nächste Mission ist jetzt erstmal, dass wir einen Schildkrötenpanzer finden. Wir müssen halt erstmal echt die Basis aufbauen, ne? Dass wir Essen, Trinken haben. Genau. Essen haben wir jetzt schon mehr als genug in der Basis. Da kamen so ein paar Kannibalen, die haben wir jetzt, ne? Die versorgen uns jetzt mit Nahrung, auf jeden Fall. Die kann man ja jetzt essen. Ne? Das ist auch eine Neuerung, was richtig geil ist, auf jeden Fall. Oh Gott, also die Schreie sind furchtbar, wirklich furchtbar. Also wir sind hier nicht alleine. Definitiv nicht. Ich glaube, das hier sind die Sümpfe. Guck mal, das sieht so sumpfartig aus. Und ich wollte ja unbedingt mal so einen Alligator zeigen. Ja, aber den werden wir früher oder später noch treffen. Lass uns erstmal jetzt echt um den Schildkrötenpanzer kümmern. Wo gehst du jetzt lang? Ich geh mal ganz kurz runter. Einmal nur gucken. Hier hinter dir, den Berg hier oben lang. Und ich weiß auch nicht, inwiefern die Nahrung bringen. Ach ja, kleine Randinfo, ne? Wenn ihr gerade bei mir schaut, ja. Den vielen von euch wird das gar nicht auffallen, ja. Ich habe mal alle paar Sekunden immer so einen kleinen Freeze. So eine Sekunde, wo das Bild stockt, ja. Das ist nicht euer Media Player oder sowas, das ist mein Rechner. Das ist meine Festplatte, die sich langsam aber sicher verabschiedet. Aber da wird demnächst Abhilfe geschaffen. Aber das dauert noch ein wenig. Also nicht, dass ihr euch dann fragt, ob das was bei euch ist oder so. Das liegt an meinem Rechner. Also. Genau, dann stellt der gute Sino auch komplett auf SSD um. Ja, genau. Aber die SSD-Platten sind halt teuer, ne? Ja, das auf jeden Fall. Immer noch sehr teuer. Aber es geht, finde ich. Es geht. Also ich habe damals. Sie werden billiger. Ich habe damals für meine 128er Systemplatte, nutze ich die jetzt, habe ich bezahlt fast 300 Euro. Für eine 128. Da ins Wasser. Lallibale. Kommst du eigentlich? Ach, da hinten bist du. Ja, ich wollte hier nur einmal kurz gucken, ob es hier wirklich Alligatoren gibt, aber es scheinen noch nicht die Sümpfe zu sein. Also ich sehe hier. Werden wir bestimmt noch finden. Ich will das Katana unbedingt haben. Das Katana soll richtig geil sein. Oh, hier sind Zelte. Die Zelte, die ich noch nicht gesehen habe. Okay, ich komme jetzt von hinten. Die sehen cool aus. Geil. Das Wasser sieht merkwürdig aus. Also mit der Wassertextur derzeit haben sie es irgendwie. Das ist. Sieht nicht mehr so schön aus, wie es mal ausgesehen hat. Ja. Ich mach mal das Feuer aus, glaube leider ich. Gottes. Okay, in den Zelten liegt auch ein bisschen Loot. Sieht aber wie kann ich das Feuer ausmachen? Wie war das nochmal? L. Ach ja. Oh. Nee, mit L habe ich die Fackel angezündet. Und mit LK ist hier wegpacken. Okay. Ich habe eine Höhle gefunden. Wie lange brennt jetzt meine Axt? Ich wollte jetzt gar kein Feuer anmachen. Ich habe eine Buggy-Höhle gefunden. Die Axt brennt jetzt so lange, bis du zuhaust damit. Ich habe ja zugehauen. Kann ich damit auch auf den Baum hauen? Ich glaube nicht, dass der Baum brennt. Du musst halt ein Dings treffen, einen Kannibalen, ne? Ach, scheiße. Hier ist auf jeden Fall eine Buggy-Höhle. Ich komm. Es sieht alles so anders aus hier, ne? Sieht teilweise recht hübsch aus. Oh, schon. Ein wenig. Irgendwie haben sie die Pflanzen auch. Das sieht alles anders aus. Komm, du Grafikhure. Ja, ich muss gucken. Ich muss doch gucken. Das ist ganz schlimm. Wenn Spiele wirklich geil aussehen, da stehe ich ja richtig drauf. Ja, da trifft es. Grafikhure trifft es wirklich. So, wo bist du denn? Wo ist denn die Buggy-Höhle? Hier hinten. Komm. Die Buggy-Höhle. Hier ist schon wieder so ein komischer. Ist auch neu. Ach, da Zelte, ja. In den Zelten liegt auch Loot. Okay, und die Zelte kenne ich aber. Die kenne ich noch nicht. Und hier ist diese Buggy-Höhle. Das ist ein alter Stollen oder sowas, ne? Und wieso Buggy?
Geh mal in das Wasser, was da drin ist. Geh einfach mal rein. Ich muss erstmal den ganzen Schnaps aufsammeln hier. Oh. Jetzt lädt er irgendwie. Oh. Geh einfach mal rein. Weiter, weiter. So, ach ja, stimmt. Die Hülle kenne ich doch. Es ist kein Wasser drin. Aber man hat Wassersound. Ja, wir sind jetzt quasi unter Wasser. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Aber irgendwie ist das doch sehr creepy hier. Ich weiß gar nicht, wo ich bin jetzt. Ja, jetzt bin ich unter Wasser. Oh nein. Raus hier, raus hier. Ich bin quasi unter Wasser gegangen. SpongeBob incoming. Aber du kommst da raus, ja? Ja, ja, jetzt bin ich wieder draußen. Aber ich bin quasi nochmal in einen See gehüpft und war dann auf einmal tief unter Wasser. Ich habe irgendwas gesammelt, aber ich weiß nicht genau was. Ist ja alles sehr merkwürdig hier, ne? Naja, egal. Ich würde sagen, lass uns Gas geben. Ne? Oh ja, ab zum Strand. Oh ja. Brödeln gerade so ein bisschen. Ich müsste was trinken irgendwie. Ja, also viel Wasser, ne? Ja, hier, das kann man gar nicht trinken. Ne, schön. Dringend ist es? Na, da ist schon X drin. Ja, aber... Halb habe ich noch. Kein Leben verlierst. Ja, davon ist ja schon der Strand drin gleich, ne? Oh, ich trau dem Wasser hier nicht, ne? Ich trau ihm einfach nicht. Ja. Wissen halt immer noch nicht, ob das die Sümpfe sind. Also Alligatoren gibt es definitiv. Und die sollen auch ganz, 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 ganz böse zuschnappen. Es ist, ja, es ist zu still hier einfach irgendwie. Ah, es ist, ne, so. Aber egal. Das ist wirklich gerade komplett still, ne? Ja, so wirklich Sounds habe ich nicht, ne. Das war ja auch auf dem Berg so, wo quasi fast bis zur Skybox gekrabbelt sind. War der Sound auf einmal weg? Wir waren ja drüber noch, über der Skybox. Ja, fast. Ja, man hat die Ränder schon gesehen. Also Nebelgrenze haben wir erreicht, auf jeden Fall. Ah, das Wasser haben sie ja mal wieder übel verkackt, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ja, es ist übel, aber das ist halt auch der Grund, warum wir momentan wieder so gute Performance haben, ne? Guck mal, da hinten stehen die Bäume im Wasser. Oben rumlaufen. Weil runter kommst du immer, rauf nicht so, ne? Ist hier noch eine Höhle? Warte mal. Ein komischer Krater. Okay. Mega. Oh, hier ist ein Loch in... Ja, ist jetzt eine Alpha, Leute. Ist einfach eine Alpha. Und davon noch die Hälfte. Ja, das war ja Daisy, ne? Es regnet, glaube ich, gerade, aber ich habe hier keine Regentextur irgendwie. Ja, ich auch nicht. Und hier ist wieder so eine Fläche, wo man sich überlegt, gehe ich da wirklich rüber oder falle ich dann ins endlose Grafiktief? Ja, das habe ich, das denke ich mir immer, aber langsam, ich vertraue der Forest. dieser Satz, ne, der wird auf meinem Grabstein stehen. Genau. Also wir werden es wirklich generell so machen, dass wir immer im Hellen spielen, weil die Nachtaufnahmen, es ist wirklich zu dunkel, auch für die Leute, die jetzt ein Handy benutzen, ist es zu dunkel einfach. Und wir werden die Nacht dann immer nutzen, um zu bauen einfach. Das habe ich einfach gesagt. Okay. Einfach, viel zu einfach. Weil einfach ist. So. Oh yeah. Nee, damit ihr auch mal seht, dass das dann vorangeht hier bei uns. Ja. Wir sind da eigentlich immer recht flott. Vom Speed her brauchen wir uns da nicht zu rechtfertigen. Wir sind eigentlich immer sehr schnell. Wir suchen jetzt auch schon eine Schildkröte. Die ist halt Pflicht, so, ne? Man braucht halt dann eine Wasserquelle da oben. Genau, damit wir komplett unabhängig sind. Aber es wird langsam essig bei mir. Wie kannst du mir so gut haushalten noch? Ja, ich gucke halt, dass ich immer Essen, Trinken voll habe, bevor ich losgehe. Ja, das habe ich verpennt. Oh, wie bist du da runtergekommen, Alter? Na, rechts vorne auf den Felsvorsprung. Wieso mache ich Wassergeräusche, wenn ich auf den Felsen gehe? Weil die Felsen glitschig sind oder so, ich habe keine Ahnung. Irgendwie hat sich glaube ich, gerade komplett verabschiedet. Irgendwie sieht merkwürdig aus. Hier oben müsste übrigens gleich ein Teich kommen. Da kann ich trinken.
Oh yeah, kann trinken. Ich, kann ich rohen Fisch essen? Hm. Oh, rohen Fisch. Hast Sushi. Du deinen Timer an? Hab ich. Gut. Nein. Wir nicht. Penis. Diese Diskussion. Ich habe jetzt mit meinem Gesichtsausdruck geantwortet. So, okay. Ja, du Let's Plays ja immer noch mit Kamera jetzt, ne? Das ist. Ja. Tut mir leid für alle anderen. Also. Aber wenn bis wir euch die Augen bluten. Würden, Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, bei uns beiden. Der Link ist jeweils auch unten in der Beschreibung, ne? Ob ihr den Horror-Stream gesehen habt, den wir gemacht haben, vor der Gamescom. Ob ihr dabei wart, wie ihr es gefunden habt und so. Das würde mich echt interessieren. Es haben einige zugesehen, auf jeden Fall. Zwei Best-of-Sachen hattest du ja jetzt auf deinem Twitch-Kanal, ne? Ja, genau, aber nur auf meinem Twitch-Kanal. Ja. Ich hoffe. Weil soll ich das noch auf YouTube hochladen, ne? Weiß ich nicht. Meine Performance wird gerade schlechter hier. Oh, ich bin jetzt schon wirklich, also, na gut, ich habe beides jetzt die Hälfte ungefähr. Ich habe jetzt gerade gesammelt, dass ich noch irgendwie ein Feuerchen machen kann. Oh shit. Ja, natürlich. Wo führst du uns eigentlich schon wieder hin, Alter? Hallo? Und der Sino ist gleich in Geschichte. Na? Na, zünd ihn an. Den kann ich dann essen. Warte mal, ich hack den kurz. Ich hab sie beide. Guck mal, wie hier Dubstep hier. Das war das schlechteste Dubstep, was ich je gehört habe, Alter. Das war Oldschool Dubstep. Das war nicht mal Dubstep, Alter. Das ist, Dubstep ist einfach so. Hab ich doch gemacht. Okay. Das war halt. Ja. Martins. Martins Step war das. Ah, hier vorne ist ein. Hier ist ein See, siehst du? Sag ich ja. So, jetzt habe ich das Bein. Jetzt habe ich drei Beine. Mach meine Figur. Wo ist denn der See? Ja, hier, du Arschloch. Direkt hier. Da muss ich mir so ein Beinchen grillen hier. Ach, direkt im Dorf ist ein See. Natürlich haben die hier einen See, weil die alle reinpinkeln wahrscheinlich. Da sind auf jeden Fall verdammt viele. Kannibalen? Oh ja, oh ja, komm, wir gehen wieder zurück. Hast du getrunken? Ja, ich bin voll. Okay, gut. Weiter geht's zum Strand. Ja, wir werden erstmal, bevor wir uns wieder mit denen da anlegen, ne? Aber der Trick mit der brennenden Axt ist halt geil, ne? Weil ihr könnt halt damit echt viele von denen töten und das geht relativ easy eigentlich. Was essen? Ich habe auch keine Schokoriegel mehr. Ich habe aber drei Füße und lass uns hier vorne ein kleines Feuerchen machen. Ja, warte, ich mache ein kleines Feuerchen. Ja, das reicht schon. Hier, komm. Ich wollte da vorne zum Schutz hingehen. Wir sind doch geschützt hier. So. Findet das manchmal nicht mehr direkt an, ne? So, okay, jetzt. Ja, du musst auch gedrückt halten. Gibt's einen schönen Fuß. Zack. Hast du da auch irgendwas draufgelegt gerade? Ja. Yep. Was hast du denn draufgelegt? Ein Stück Hasen oder ein Lurch. Hallo. I'm on fire. Ja, so sieht das aus, meine Freunde, bleiben wir stehen. So sieht das natürlich aus, wenn man zu viel masturbiert, ne? Weil Baby like my fire. Warte. Ja, ne? So sieht das aus, wenn man zu viel masturbiert. Der Moment, wenn ihr realisiert, dass ihr eine Freundin braucht. Wenn der Penis brennt, brauchst du eine Freundin, die schnell zu dir rennt. Hier da, ess meinen Hasen, ich habe deinen Fuß gegessen. Toll, jetzt krieg ich diesen ekelhaften Hasen. Ah, der hat nach Cheddar geschmeckt. So, jetzt geht's mir auch schon. Meine Energie ist am Eimer irgendwie, aber jetzt. Es geht schnell, es läuft. Lädt sich schnell wieder auf. Ja, ich weiß. Was? Ja, ich weiß. Was? Ja, ich weiß. Hallo. Ich hab gesagt, dann soll ich mich nicht mit dem Staubsauger. Hallo. Hallo? Hallo. Hi. Hallo. Hi. Hi. Ja. Oh shit. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, nein, tut das nicht. Doch, wo man dieses Katana findet, das würde mich mal interessieren. Irgendwo vor einer Höhle in so einem Typen steckt das drin hier, in so einem.
Katana-Typen. Ich weiß, wo das Katana ist. Du weißt meinem das? Anus. Nein. Ein Katanus. Ein Katanus. Ein Kanus, Alter. Ein Kanus. Oh. Lol. Meine aber gleichzeitig ist. Oh. Ey, daran merkt man einfach, wir sind Brüder, ne? Es ist so. Wir haben auch teilweise, ne? Wer den Stream geguckt hat, ne? Wir haben so gleich geguckt immer, ne? Es ist einfach so. Ich hab grad verstanden, Maddins Stream, Alter. Ich wollte gerade sagen, was? Maddins. Maddins Spielwiese. Voller Blumen. Und Hundekot. Ein Penis voller Blumen und Hundekot. Hm. Ah, da können wir uns, siehst du, ist eigentlich schon mal gut, dass wir hier sind. Dann holen wir uns auf jeden Fall gleich die fette Axt. Weil, ich habe gelesen, damit können wir die Bäume halt schneller fällen. Da müssen wir nicht mehr so lange drauf einschlagen. Hügner. Ich meine, ihr habt das jetzt hier du schon wirklich. Doch nicht legen, Martin. Ihr habt das jetzt wirklich alles schon hier tausendmal gesehen. Guck mal, das ist geil hier. Komm mal her. Was? Hier hat es nicht gereicht, ihn aufzuhängen, so habe ich ihn direkt eingebaut. Ja, ist auch eine Möglichkeit, ne? Warum ihn eingraben, wenn man ihn dann noch aufhängen kann? Das ist der Overkill of Doom, Alter. Ja, ich weiß, das waren viele junge Worte, sorry, Martin. Was? Das habe ich gleich, das habe ich direkt ausgeblendet. Das war einfach so, schnipp und weg. Gecuttet. Einfach so. Ja, wir müssen uns den Taucheranzug auf jeden Fall auch nochmal holen. Der liegt aber jetzt woanders, ne? Der liegt immer random, also. Random. Benutze nicht diese Fremdwörter. Random. Was ist random? So, ich schwimme doch mal jetzt direkt hin. Begrabe mich an der Biegung des Flusses. Oh, eine Schildkröte. Ja, das, ich finde jetzt so, das Unterwasser sieht recht geil aus. Auch wenn man so aus dem Wasser so rauskommt, ne? Ja. Ich habe schon wieder irgendeine Porno-Zeitung gefunden hier. Von dem komischen, mehrarmigen Viech. Der Tentakel-Monster. Ja, ich meine, im Bett bestimmt interessant, aber... Ach, guck mal, hier ist gar keine Axt mehr. Was meinst du, wie das Vieh dich verwöhnt, Alter? Nä. Nä, hier ist keine Axt mehr, ne? Irgendwie? War die nicht sonst immer hier? Ne, ich weiß auch nicht. Ich habe sie auch nicht gesammelt, ne? Verdammt. Stimmt woanders. Das ist jetzt schlecht. Wo kriegt man die Axt her? Bist du schon wieder an Land? Ja. Oh oh. Auf, auf! Waffeln. Oh, ich glaube, irgendwas verfolgt mich. Ja, es bin ich. Schwimm, 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 schwimm. Oh mein Gott, hinter dir ist ein. Oh, Digga, lauf, 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 lauf. Echt? Jetzt. Ups. Und weg ist er. Und ab jetzt ist es ein Solo-Let's Play. Was ist das denn? Da waren zwei ineinander geglitscht. Beim Liebesakt vergammelt am Strand. Geil. Glitchy, glitchy, glitch mich. Wenn die so rumglitschen, musst du aber draufspringen. Dann bouncen die manchmal. Das ist übel lustig. Weiß, der sieht aber irgendwie anders aus. Der ist auch anders. Die sind nicht alle gleich. Passiert nichts. Du lügst. Ah. Ja, wenn sie genau ineinander sind. Genau wie es gibt irgendwo, gibt es so einen Hai, der halt in so einem Felsen drin steckt. Wenn du auf den draufspringst, der fliegt übel weg. Das ist richtig geil. Aber wir schaffen echt so pro Tag eine Folge, ne? Ja, das ist Wahnsinn, ja. Also kann man sagen, wirklich, wir haben am frühen Morgens hier angefangen. Der Tagesrhythmus ist so 20 Minuten. Ja. Hier in diesem Spiel, auf jeden Fall. Es wird nämlich gerade schon wieder... Das ist jetzt nicht so wild. Das Problem ist halt einfach so, wer meinen Stream guckt, weiß, dass ich immer die Ventilatoren anhabe. Und auf der Aufnahme möchte ich das jetzt nicht haben. Im Stream lässt sich nicht vermeiden, weil ich da lange streame. Aber in der Aufnahme habe ich es dann halt aus, ne? Und ich werde hier drinnen gegrillt in meinem Zimmer. Mein Bruder war auch bei mir, also die 6 Tage, wo er da war. Und er hat auch gesagt, ihm war noch nie so heiß wie hier. Also ohne Scheiß, Minimumtemperatur 31 Grad. Minimum. Also ja. Drunter sind wir gar nicht gekommen. Die lebt irgendwie weiter. Ach, jetzt ist sie tot. So, ich habe einen Panzer. Sehr gut. Ich nehme auch einen mit. Das haben wir, also hier sind mehr als genug. Das haben wir schon mal, das ist sehr gut. Wir können auch nur einen Panzer mitnehmen, also die anderen können wir leben lassen. Nein! Jo. Sie muss sterben! Nein! Sie muss sterben! Aber das sieht auch gut aus, ne? Guck mal hoch hier zu mir. Ja, das Licht geht irgendwie so ein bisschen... So ein bisschen komisch. Bisschen komisch. Das ist der Holy Felsen hier.
Der Holy Felsen. Ah, Holy Felsen. Oh, was ist das denn? Was? Weil das sieht aus wie eine Krabbe, Alter. Das ist so. Das ist ein Seestern, du Krabbe, Alter. Bei mir ist das mehr so ein Holzstück, du Krabbe. Aber alles über Krabben und Holzstücke erwartet ihr in der nächsten Folge, meine Freunde. Das war ja Sino und der Marin. Ne? Ich wünsche euch einen schönen Abend. Viel Spaß noch, wenn ihr noch Hand anlegt. Und tschüss. Tschüss.